Papa mir um den Hals gelegt. Dann tue ich dem Terrenwärtchen weiterlesen, dass er treu wird. Und mich einzogen im Schwanz wieder zu dir zurückschleift. Und zwar vor ever. So, schick mir ein Bürstchen noch mal rein. Ich spiele gerne mit dem Feuer. Hey, oh, wenn die Lunte brennt. Solange sich der andere Finger verbrennt. No problem. Das mache ich gern für dich, Claudia. Frauensolidarität. Ist doch ein Saukeib so ein. Genau. Ich schicke dir ihn gerade mal rein und gehe jetzt raus und schaufeln. Katastrophenbewältigung! Und ihr hütet der Wille das Telefon, Faust, der Genoa anruft. Haben wir ein Problem? Ich kann mich rufen. Was ist jetzt mit los? Was soll das Tee? Grüntee? Eigene Mischung? Ja, ja, der Krempi ist nur für sie organisiert. Ja, nur, es ist ihr Geld. Du organisierst mit ihrem Geld. In ihrem Auftrag, für ihre Freunde, ihr Weekend. Und? Machst du dich schon sehr abhängig von deiner Frau? Ich sag dir jetzt etwas, Beatrice. Aha. Top Secret. Da oben ist ja nicht ganz einfach und auch nicht gratis. Und überhaupt. Wir sehen hier. Nein, das zählt erst nachher. Ja. Auf jeden Fall, es ist ja zahlt und ja Claudia. Moment, Moment. Weil wir da oben alle unangemeldet sind, sozusagen schwarz, der Toni schleust den Stutz vorbei am Vollmondverein in eigenen Sack. Kommt alles nur halb so teuer. Aber die liebe Claudia, die zahlt den ganzen Preis auf mein Konto und ich überweise den Preis, den halben Preis an Toni. Win-win, clever, gell? Und da kann niemand wissen, dass wir da oben sind. Und? Von wem bin ich jetzt abhängig? Von Dödeli. Lass den Toni aus dem Spiel. Ein Mabi aus dem Bilderbuch. Ein junges Würstchen. Nein, nicht. Jung und knackig. Aber du bist auch kein Leiden. Weisst du noch, den RWG? Ja, da bist auch du noch knackig gewesen. Oh, how charming! Ich glaube, ich gehe noch raus und Schnee schaufeln. Ja, super! Dann könnt ihr gerade alle beide zusammen an dem jungen Knackwürstchen rumknabbern. Was wird da eigentlich gespielt in dem Affentheater? Der Toni, das ist ein lustiger Stand. Wir haben den Römer voll am falschen Ort eingesetzt, eine ganze halbe Stunde lang. Ja, wir auch mindestens. Der Reb hat es dann einfach um, wie nicht gescheit, aber sauber. Genau. Sein Arsch bewegt keinen Millimeter. Das ist ja schlimmer als in der Rekrutenschule. Ja, das ist doch einfach völlig überfordert. Ja, nur, morgen gibt es blauen Himmel und weiße Bisse. Ja, aber zuerst. Zuerst überkommt der Tönu noch eins an die Ohren. Genau, zuerst kommt der Toni noch an die Kasse. Wie gesagt, alles easy. Das bisschen Schnee. Aber Schnee. Ist ja beliebt in euren Kreisen. Nein, nein, nur das Beste gesehen. Also, wenn es schneit, dann schneit es. Das ist Natur pur. Genau wie versprochen. Und wenn ein sie Versprechen halten, dann der Toni Turner vom Schalle Vollmond. Wir machen jetzt Folgendes. Ihr macht zuerst einmal gar nichts. Abwarten. Tee trinken. Ah, da ist er ja. Perfekt. Ich gehe unterdessen in die Zentrale, stelle die Hangbodenheizung an, Schneekanonen ab und wenn der Yeti ans Fenster klopft, ja nicht reinlassen. Der frisst Männer und stellt Frauen. Nein, nein, nur ein Spässchen gesehen. Also. Toni! Frauen!
Schützt eure Männer. Ich meine es natürlich umgekehrt. Nein, nein, nur ein Spässli gewesen. Also, bis bald. Und jetzt? Wir machen gerade mal gar nichts. Gemäss Tagesbefehl, Toni Thurn. Zum Glück haben wir das Tönnli. Jetzt hört doch endlich mal mit dem Toni auf. Ich gehe ins Solarium. Und ich? Noch? Und ich? Ich gehe pennen. Schlafen statt schaufeln. Super. Und morgen ist alles wieder gut. Irgendwie. Ja, genau. Irgendwie. Ist das jetzt ein Scherz Nummer 17 oder was? Wo ist der Sicherungskasten? Dein Sicherungskasten kannst du vergessen. Und Flutlicht hat so keins mehr. Und Schisskerzen, so nicht in diesen Schisshütten. Es ist wahrscheinlich die Hauptstromleitung. Super. Mein Handy hat einen geilen Scheinwerfer. Hast wieder einmal alles verbockt. Super. Hör, warte mit dem ewigen Super auf. Du hast das Weekend wollen. Aber du hast organisiert, wenn man das so sagen kann. Und dann eine volle Viertelstunde am falschen Ort rumschaufeln. Es ist höchstens 10 Minuten gewesen. Siehst du? Keine Kondition. Kein Strom, kein Warmwasser, kein Solarium, keine Heizung, kein Handy. Und Leitung ist auch da und super. Binnenamt, mit. Wenn ihr eine Taschenlampe wollt, ich will sie dann aber wieder. Kerzen hat die auch selber gezogen. Seht ihr, ich habe ja gespürt, dass es Kerzen hat in diesem Haus. Und sie sind? Gestatten, Volmer Margrit, geboren in der Bizin. Millionenerbin ohne Zugriff auf das eigene Konto. Weil meine Mann, der allerliebste, Monsieur Professor Dr. Gottfried Volmer, assistiert von seiner Cousine Natascha mit medikamentösen Mündigten. Und jetzt mit ihr frisch und fröhlich mein Erb durchlässt. Aber jetzt können es mir seit ein paar Tagen keine Medi mehr geben. Und ich werde langsam wieder normal. Im Gegensatz zu euch. Also ich bin nicht normal, also bitte. Aber die müssen euch doch nicht verstecken von uns. Komm, sitzt zu suchen. Wollt ihr noch ein Tee? Wir müssen doch zusammenheben in unserer Lage. Oder nicht? Hey, jo, unbedingt. Logisch. Und Salome? Plötzlich war sie verschwunden hinter mir. Vielleicht ist sie abgestürzt. Vielleicht irrt sie noch oben im Schnee. Wir müssen sie unbedingt suchen. Jetzt! Ja, ich weiß nicht. Im Dunkeln? Super. Vielleicht ist sie am Verfrieren. Vielleicht ist sie auch schon wieder an der Wärme. Vielleicht ist sie am Sterben. Aua. Wir müssen sie suchen. Kommt jetzt! Also, auf Ihre Verantwortung. Könnten wir nicht noch zuerst Kerzen erreichen? So verweckte Stimmung irgendwie. Merci vielmals. Yes! Salome! Helena! Salome! Yes! Nein! Yes! Komm! Yes! Salome! Gehört das jetzt alles noch zum heutigen Programm? Flüchtlinge frei Haus oder was? Wenn ich jetzt die Schissleitung in Zentrale würde funktionieren. Offensichtlich gibt es hier das Nordstrom-Aggregat. So, und jetzt organisieren wir die Nacht. Nicht von der W ins linke Zimmer, Beatrice und Claudia ins rechte. Okay. Margrit und Salome ins mittlere. Und einer macht Nachtwach. Wer fährt an? Beatrice! Beatrice! Du übernimmst die erste Stunde. Dann lösen wir dich ab. Dann pflege ich unsere Patientin
Und du, Margrit, hilfst mir dabei. Los, ausführen! In diesem Haus besteht ein Fluch, das Gästebuch. Das geht's ja nicht. Elena! Oui? Kennst du diese Gästebucheinträge da? 26.12.2018. Besonders gefallen hat uns die nächtliche Schneeschaufelaktion. Das war Naturpur. Oder da, 13.01.2019. Der plötzliche Stromausfall hat uns wieder mal gezeigt, wie abhängig wir von der Technik sind. Ein tolles Erlebnis. Oder da, 11.11.2016. Naturgefahren sind nicht zu unterschätzen. Wir sind stolz, dass wir die Probleme lösen konnten. Das wimmelt ja von einigen Eintritten. Bist du am Ende auch ein Fan? Ja. Und die zwei anderen auch? Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Wird's jetzt richtig gefährlich? Wir müssen evakuieren, sofort. Tommy, komm, beschütz mich. Ja, alles probiert, aber zentral... Ich schick schnell. Ich weiß. Das ist in keinem Wetterbericht gestanden. Nie. Und jetzt ein Totalausfall. Der beheizte Weg ins Dorf schneit auch schon zu. Und der Akku vom Snowmobile ist auch durch. Ja, dann warten wir doch da gemütlich in den Hütten. Bis alles wieder in Ordnung ist. Ich kann für nichts mehr garantieren, verstehst du? Ich auch nicht, Anu. Du machst das super, Tommy. Genau die Art gefällt uns Frauen. Die ganze Hütte, daher! Jetzt noch ein bisschen lüften. Hallo. Aufstehen. Das ist wieder etwas. Ui, 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 ui. Also mehr wie 2 Minuten am Stück könnten wir uns auch mal schlafen lassen. Sorry für die Störung. Aber wir müssen das alles so schnell wie möglich. Wir machen das fort nicht. Ganz easy. Mir kann nicht passieren. In 15 Minuten ziehen wir los. Jeder nimmt nur das Nötigste mit. In genau einer Viertelstunde ist jeder parat zur Evakuation. Alles klar? So lange warten, ich muss sicher nicht. Du hast schon gepackt. Respekt. Bei uns in der Gebirgsinfanterie haben wir schon ganz andere Sachen geleistet. Und auf den Toni. Auf den Toni kannst du verzichten. Da schlägt er mit dem Fuß am sichersten durch. Der Geist! Angriff ist die beste Verteidigung. Das war nett mit euch. Ciao zusammen. Wir sehen sich. So gut. 14 Minuten. Wir könnten doch alle zusammen hier... Warte, warte, ich komme mit! Wenn wir alle geordnet, jetzt müssen wir zusammenheben und alles läuft nach Plan. Claudia und Beatrice und die anderen Frauen. Walter, warte, Claudia, warte! Zusammen schaffen wir Backup. Der Challenge, sicher. Wenn es Backup geht, gehe ich lieber mit einem richtigen Mann. Spinnst? Du spinnst. Das ist gesponnen! 13 Minuten. Alles nur ein Fake. Alles nur ein Fake. Da. Da ist der Beweis. Musst du nur mal lesen. Das Wichtigste vom Ganzen ist, dass keinem, der unten ankommt, auch nur ein Sterbenswörtchen sagt, dass er da oben ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Versprochen. Schweigen ist Gold. Wer nicht hören will? 12 Minuten. Kannst du nur so kaltschnäuzig sein?
Die laufen ins nackte Verderben. Nackt ist gut. Der Gotti Wahnsinn. Sie ist gesponnen. Bist ein Hosenscheisser. Es gehört ja krass zum Programm. Komisch evakuiert, geht Hang an den Heizung weiter. Und alles läuft gemütlich weiter. Da, les. Und du, als Anbieter von solchen Arrangements, machst auf die Art und Weise auch keine Punkte. Ein bisschen mehr Nervenkitzel muss schon sein, wenn du gegen Konkurrenz prestieren willst. Die ist knochenhart und der Kick kann nicht gross genug sein. Da ist ja alles in gleicher Schrift geschrieben. Hast du am Ende das Buch noch selber geschrieben? Bei dir hat es aber gewirkt. Also, ich bleibe keine Minute länger in dieser Hütte. Beatrice, komm und geh. Draussen wartet der Tod. Deinen auch. Komm jetzt. Geh doch, Feigling. Herr Bordel de Mer, ich muss nur noch schnell raus und Lauf checken. Ihr macht euch jetzt unterdessen evakuationsbereit. Noch 11 Minuten. Aber Dali! Ist es jetzt auch noch ein Spässchen gewesen? Ich glaube, du verstehst keinen Spass. Oh, Mela ist ganz alleine. Wieso? Ihr seid doch zu viert. Was ist jetzt? Nichts, alles gut, alles gut. Und Toni? Genau. Salome ist ja nicht transportfähig. Der ist nur mal schnell rausgegangen, nur hurtig an die Lage checken. Der checkt die Lage aber ziemlich weit unten. Stimmt. Ich glaube, ich kann ihn mal schnell fragen. Ja, und uns lasst allein. Aber ihr müsst mich auch verstehen, wenn eine Lawine kommt. Ja, ja, das verstehen wir natürlich. Das Wichtigste von allem ist einfach, dass kein, der unten ankommt, auch nur ein Sterbenswörtchen sagt. Versprochen. Schweigen ist Gold. Ja, versprochen. Könnt auf uns zählen. Das ist das Wichtigste, dass man aufeinander zählen kann. Zählen. Schau an, Strom geht wieder. Zuerst stoßen wir aber an. Das Oberwall ist so ein Magenblatt. Ja, ich konnte nur äußerst knapp dieser Lawine ausweichen. Aber unser Schale Vollmond. Also, die Lawine hat die Hütte sicher 300 Meter mit sich das Loch abgerissen. Total schade, ja? Ja, die anderen Lawinen haben ja auch noch die ganzen Pisten zerstört. Jahrelange Aufbauarbeit. Alles für die Katze.
Der stundenlange Schneefall ist ja völlig unvermutet gekommen. Was? Ja? Ich bin dort oben gesehen und habe Reparaturen gemacht. Nein, es ist sonst niemand da oben gesehen. Zum Glück. Nein, nein. Vermisst wird kein.